Ja, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter und wollen heute mal uns Professor Hackett widmen, aber vorher möchte ich gerne gucken. Wir haben doch irgendwo einen Auftrag, glaube ich, den gerade so eingeploppt wurde. Genau, Professor Hackett's Aufgabe, dafür brauchen wir Incendio. Und dann können wir erst tatsächlich Geheimnisse der verbotenen Abteilung angehen. Dafür bekommen wir das Eliminierungszauber, den Unsichtbarkeitszauber. Gut, machen wir dann mal heute jetzt erstmal Incendio. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? In der letzten Folge haben wir einer Mitschülerin geholfen. Ich finde diese Augen so strange. Haben wir ihr geholfen, ihre Kobold-Scheine wieder zu bekommen? Genau so ist es. Und jetzt sprechen wir Professor Hackett. Ich glaube, wir haben. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Das war mir klar. Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. So. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Bitte was? Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training, Kombination mit Lewis und Brettleby durchführen. Das heißt, ich darf jetzt noch nicht erstmal mit dir spielen, oder was? Warum nicht? Professor, was muss ich nochmal machen, damit ich Incendio lernen kann? Sicher doch. Schließen Sie zuerst die Aufgabenliste ab. Dann suchen Sie mich auf und ich werde Ihnen den Feuerzauber beibringen. Okay, dann machen wir das doch als erstes. Der kreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Die Frage ist, was ist das? Na gut. Wie dem auch sei, wir lernen es. Müssen es machen. Anders geht es nicht. So. Machen da. Achso. Die über die Tür macht am meisten Sinn. So. Kann ich. Warte mal. Ausrüstung, Inventar. Kann ich mir was beitragen? Habe ich Zutaten? Warte mal, was soll ich denn hier machen? Sammlung, Herausforderung, Werkzeuge. Hawkins habe ich mit Tipptabletter. Okay, den brauche ich. Gut. Fluffling, Flussklarstamm. Eine Aschwinderin und Straßenköterfell. Ja gut, wir müssen noch Dinge sortieren. Na gut. Okay, müssen wir uns noch irgendwie angehen. Hier ist wieder irgendwas zum ein Schloss. Ach, Peeves macht mal wieder ein bisschen. Peeves. Hallo. Küche. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu. Ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui. Das zahle ich dir heim.
Schade, der hat das schon gar nicht mal beobachtet. Ich hätte gerne gedacht, vielleicht könnte man den irgendwie ein bisschen ja, wegzaubern, wie auch immer. Ach, wir können mit L2 sogar zielen. Alles klar. Rein theoretisch. Peace halt. So, wir müssen weitermachen mit... Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Okay. Kommen wir hier durch? Aha. Helfen? Ja. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Okay. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich habe hier mal einen kleinen Dämpfer verpasst, ey. Ich habe wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann okay. Bist du hier richtig. Wie läuft es mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu... Und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Okay. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich bin dabei. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, vor allem eine Partnerin. Yep. Ja, ich trete an. Ich muss es ja sowieso machen. Möge das Feuerwerk beginnen. So, dann starten wir mal durch mit dem... Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Eine Runde beginnen. Wir müssen auf zwei Runden gewinnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, ziehen. Okay. Mit R3. So. Alter. Ich bin raus aus der Nummer. Ah, verdammt. Das sah schmerzhaft aus. Noch eine Runde? Klar doch. Ja. Ich glaube, wir müssen da. Wir müssen, glaube ich, wieder zwei Runden gewinnen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Was? Ich war raus aus der Nummer. Wie krieg ich denn den, wie krieg ich denn Protego das rein? Schmerzhaft aus. Noch eine Runde? Ich will das Ding bisher. Ja, bitte. Ja, ich hab noch nicht genug. Ja, okay. Du musst mir aber jetzt nicht bitte nochmal erklären. Der hat doch schon mal weg. Gewonnen. Jawohl! Man muss es nur wissen. Also wir gehen mit Levioso drauf und dann haben wir die Dings weg. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Ist alles ein bisschen Übungssache. Du bist stark, aber wenn du so weitermachst, bist du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut.
Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Okay. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Jo. So, ich haben wir das jetzt? Wieder. Haben wir die Aufgabe jetzt oder was? Zwei Runden. Wir müssen noch mal zwei Runden spielen. Wir müssen noch eine Runde spielen. Ich hätte gerne noch eine Runde. Hallo, Lucien. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und also wir müssen noch mal eine Runde. Jawohl. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Nazi. Ja, Nazi. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Nö, für euch. Verzeihung im Voraus. Zu dritt oder was? Warte mal, kleinen Moment. Was haben wir denn? Also. Quatsch. Wir sind gerade im Moment. Avada Kedavra! Scheiße! Ja, 2 gegen 3, das ist aber auch schon ein bisschen assi. Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Ja, bitte. Ich will es nochmal probieren. Freut mich zu hören. Darf ich jetzt nochmal... Ja, die nächste Nummer ist durch. Die zweite Nummer ist durch. Nein! Nein, in dem Moment habe ich den doch abgekriegt, den Dursings. Willst du noch eine Runde? Ich hatte zwei hier weg. Aber ich habe keine Tränke, das ist das Problem an der Sache. Ich muss dringend Tränke machen. Ah, verdammt, da war ich jetzt. Ich will... Wie kann ich Protego? Wie war das nochmal mit Protego? War nicht wahr, die gehen aber gefühlt zu dritt auf mich drauf. Willst du noch eine Runde? Ja, wie kann ich aber? Ja. Ich will es noch mal probieren. Ich muss ja. Ach, ich drei. Wie soll ich gegen drei an? Das ist doch schon ein bisschen assi irgendwo. Dreieck.
Ich hab doch gerade. Ja, was soll ich da machen, ey? Sobald die mich in der Luft haben. Wie kriege ich Protego? Wie kann ich Protego machen? Willst du noch eine Runde? Nee, danke. Ich denke, ich sollte mich erstmal ausruhen. Na dann, wir erwarten dich später wieder. Weil ich muss die Dings machen. Wie kann ich... Einstellung, Steuerung, wie kriege ich Protego denn hin? Wie kriege ich... Oh, ja, dann halt nicht. Wie kriege ich Protego hin? Ich hab das voll vergessen jetzt ernsthaft. Ja, ich will die scheiß Kamera. Ich hab das echt vergerafft, jetzt wie ich die... Ja, da gibt's halt keine Steuerung. Mann, ich will diese... Das kann doch nicht sein, dass ich die nicht kriege. Ich will... Jetzt mach ich's mal alleine, weil... Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Bereit für eine neue Chance? Ja, ja. Ja. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Nein. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Jetzt bitte nicht gegen Dreie. Jetzt gegen eins wäre toll. Bereit für dein Ende? Spiel ich jetzt echt gegen Dreie oder was? Ernsthaft jetzt? Gegen Dreie? Was ist das für eine Nummer? Wie soll ich das mit gegen Dreie? Wie soll ich das denn? Hey, wie soll ich das denn schaffen? Die wirklich vollkommen können. So, hier. Ja. Ja, wie soll ich das denn machen, ey? Es gibt Dreie vor allen Dingen. Entschuldigung. Willst du noch eine Runde? Ja, nein, danke. Ich muss aber trotzdem. Na dann, wir erwarten dich später. Also, ja gut, okay. Jetzt weiß ich aber zumindest Bescheid, was Sache ist. Jetzt kann ich versuchen. Komm mal her jetzt hier. Jetzt muss ich mit... Versuch's mit Ding zu öffnen. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ich will mit der Scheißpuppe nicht spielen. Vielleicht komme ich später wieder. Ich will nicht mit der Scheißpuppe spielen, ich will mit den Dings spielen. Ach komm, ich gebe mir die Jungs. Okay. Bleib doch hier. Ja, ich will die Scheiß-Duell-Runde gewinnen. Hallo, Luke. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Bereit für eine neue Chance? Ja. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Dann nehme ich jetzt Sebastian. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Also die Nummer verstehe ich nicht. Gut, in der nächsten Runde, in der nächsten Folge versuchen wir es nochmal.